Glück. Du bist Spitzenkandidat der FDP Baden-Württemberg für die Europawahl. Was treibt dich an bei diesem Wetter bei 5 Grad im Mai jetzt, Sturm und Regen, hier in Ludwigsburg in der Fußgängerzone zu stehen und Wahlkampf zu machen? Wir sind natürlich froh, dass du gekommen bist. Aber es ist schon eine Herausforderung bei dem Wetter. Also zum einen ist es natürlich so, ich sehe natürlich, wie engagiert ihr überall seid, dass ihr für die Kommunalwahl euch vorbereitet, dass ihr da gut Wahlkampf macht. Denn es ist völlig klar, wenn ihr draußen steht, um Wahlkampf zu machen, dann tue ich das natürlich auch. Und über die Kommunalwahl hinaus möchte ich einfach auch werben für Europa. Wir lieben Europa als Liberale und deswegen wollen wir es erneuern. Europa muss sich verändern, Europa muss stärker werden und muss sich um die großen Themen kümmern. Und ich glaube, dafür muss man einfach Werbung machen. Völlig egal, ob bei Sonnenschein oder eben bei Regen und Sturm. Auch da gehen wir raus und gucken, dass wir die Leute für die Kommunalpolitik, aber auch für unser vereintes Europa begeistern. Du hast gesagt, für die großen Themen für Europa begeistern. Was sind für dich die großen Themen in Europa? Also Europa muss wegkommen von diesem Klein-Klein. Die Leute sind selbst groß genug, um entscheiden zu können, irgendwie was für eine Glühbirne oder so einen Staubsauger sie zu Hause haben wollen. Sondern Europa muss sich zum Beispiel um das Thema Wirtschaftspolitik kümmern. Jeder einzelne Mitgliedstaat ist zu klein, um mit den Vereinigten Staaten oder mit China auf Augenhöhe verhandeln zu können. Das andere ist, wir haben hier Gott sei Dank einen Schengen-Raum. Das ist schön, wir haben eine Personenfreizügigkeit, das ist super. Aber dann ist es auch völlig klar, dass wir ein gemeinsames Einwanderungs- und auch eine gemeinsame Asylgesetzgebung brauchen in Europa. Das wäre eine europäische Aufgabe, wo Europa das endlich mal angehen muss. Und dann eigentlich das dritte Thema, das ist das Thema Energiewende. Deutschland hat im Jahr 2016 gerade mal 2,1% des weltweiten CO2 ausgestoßen. Das heißt, selbst wenn wir da gar nichts ausgestoßen hätten, wäre das dem Weltklima erstmal völlig wurscht gewesen. Ich sage aber deswegen nicht, wir sollen nichts machen, sondern wir müssen das Richtige machen. Wir brauchen eine Energiewende, die mindestens mal europäisch organisiert ist. Das haben wir mit dem CO2-Zertifikatehandel, den müssen wir ausbauen. Und dann brauchen wir eben ein marktwirtschaftliches System, so dass wir technologieoffen vorgehen und sich die beste Technologie jeweils durchsetzen können. So geht Energiewende richtig und deswegen ist es ein europäisches Thema. Da möchte ich mich stark engagieren. Vielen Dank, dass du zu uns nach Ludwigsburg gekommen bist. Und ich glaube, wir müssen uns erst aufwärmen. Ja, und jetzt warmen wir uns erstmal auf. Zum Wohl. Sie haben es selbst gehört, es gibt gute Gründe, am 26. Mai die FDP zu wählen. FDP für starke Kommunen in einem starken Europa.